Online-Marketing-Rockstars. Bei mir sitzt Pia Frey von Opinory und Pia ist eine richtige Gründerin sozusagen, eine echte Gründerin. Und das interessiert mich tatsächlich mal, so diese Story von Opinory. Wie habt ihr damals angefangen? Was hat den Anstoß gegeben? Wie seid ihr zum Thema Gründung gekommen? Also ich würde sagen, wir hatten einen sehr leichten Start. Das Ganze ist nämlich als Nebenprojekt gestartet, aus einer Idee raus, die damals mein Bruder und ich so in den Weihnachtsferien hin und her gespielt haben. Da ging es darum, wie schafft es eigentlich die Redaktion, in der ich damals gearbeitet habe, bei Axel Springer bei der Welt, wie führen wir eigentlich Dialog mit unseren Usern, mit den Zielgruppen. Und da gab es die Kommentarspalte, da gab es ein großes Social-Media-Team. Das waren beides keine Wege, wie sich skalierbar Dialog als ein Interaktions- und Beziehungstool als Teil des Contents etablieren lässt. Man ist halt als User relativ passiv im Lesen von klassischen Artikeln. Und da war die Grundidee, ließe sich da etwas machen, lässt sich da eine einfachere Möglichkeit bieten, für Leser ihre Meinung zu äußern und damit für jemanden, der Content kreiert und Zielgruppen erreichen möchte, einen Anker zur Zielgruppe herzustellen und einen Interaktionsmoment zu schaffen. Und das haben wir da erstmal sozusagen so auf einer Projektbasis nebenher am Abend und am Wochenende probiert, bevor das überhaupt irgendetwas Ernsteres geworden ist, haben wir da von Anfang an gesehen, dass sozusagen diese Vereinfachung des Ausdrucks von einem User, wenn er etwas liest, eine Frage gestellt bekommt und sich mit einem Klick positionieren kann, dass da echte Power drin sitzt, weil da Leser massenhaft drauf angesprungen sind. Und war aber erstmal ein sehr experimenteller Gehversuch. Wie muss ich mir eigentlich so eine Gründung vor? Also wenn die Leute Fantasien zur Startup-Szene haben, dann lauter junge Leute, die hochmotiviert bis mitten in die Nacht arbeiten, unendlich viele Szene-Getränke konsumieren, den Pizza-Lieferdienst aufrechterhalten etc. pp. Wie läuft so eine Gründung? Also in unserem Fall kann man sich das vielleicht so ein bisschen an einer menschlichen Geburt vorstellen. Da gab es sozusagen die Schwangerschaft und die Schwangerschaft war diese gebootstrappte, sehr risikofreie Projektbasis, auf der wir das gemacht haben, hat sich dann auch organisch ausgeweitet und ist gewachsen, aber ohne viel Investment oder Wumms dahinter. Die Geburt war dann der Moment, als wir gesagt haben, da steckt so viel Wumms drin, in dieser massenhaften Interaktion, die wir schaffen mit Zielgruppen auf verschiedensten Verlagsportalen, dass wir da gesagt haben, okay, jetzt kündigen wir unsere Jobs, jetzt bauen wir ein Team auf, jetzt nehmen wir auch eine Finanzierung auf. Und das war sozusagen der echte Gründerschritt. Und der war vor allem getrieben davon, dass wir diese Interaktion, die wir für Redaktionen geschaffen haben, dass wir da Potenzial für Marken gesehen haben und da sich ein Businessmodell herausgebildet hat. Und dann ging es los sozusagen. Dann ging es los. Es wird ja immer gesagt, Deutschland ist irgendwie ein Scheißland für Gründer und für Startups etc. pp. Ist das so? Was waren so für euch die größten Schwierigkeiten beim Gründen? Also ich kann nicht für die ganze Branche sprechen. Ich kann in unserem Fall sagen, dass ich glaube, einfach getrieben durch ein relativ einfaches Produkt, eine skalierbare Interaktion mit Zielgruppen übers Internet außerhalb von sozialen Netzwerken zu schaffen, dass da ein Markt für unser Produkt da war und diese Stolpersteine von Spätphasenfinanzierung, Series Bs, von Kapital, was von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird. Diese Stolpersteine, die haben uns nicht so tangiert in der Geschichte. Es war bisher alles relativ organisch und glatt. Natürlich gibt es da sozusagen echte Meilensteine und auch Stolpersteine, wenn man sagt, okay, wir expandieren jetzt, wir gehen damit in andere Märkte, wo man ein neues Risiko aufnimmt, wo man eine neue Wette eingeht. Das haben wir relativ früh gemacht mit UK und USA und haben aber auch da jetzt keine strukturellen Widrigkeiten erfahren. Ich weiß aber, dass das nicht stellvertretend für eine komplette Branche ist. Ich weiß, dass es da sozusagen sehr viele Stellschrauben zu ziehen gäbe, die es jungen Unternehmen einfacher machen könnte, ihr Produkt oder ihren Service an den Markt zu bringen. Wie viele Leute seid ihr heute? Wir sind jetzt knapp 60. Das ist schon eine Hausnummer, das ist ja schon eine richtige Firma. Und wer ist Geschäftsführerin oder Geschäftsführer? Bist du Geschäftsführerin? Ich bin, mein Bruder ist CEO, mit dem ich das Ganze gestartet habe. Ich bin sozusagen Gesellschafterin, Mitgründerin und dann gibt es noch Max, unseren dritten Mitgründer, der bei der Geburt dazugekommen ist und der unsere komplette Brands- und Advertiser-Seite verantwortet.
Und diese 60, das, ich finde das ein bisschen lustig, dass wir sind im letzten Jahr tatsächlich stark gewachsen, was auch mit der Internationalisierung zusammenhing. Man kriegt da einen ganz anderen Blick, wenn man sagt, dass das Team so, also so irgendwie eine Hausnummer über 50 überschreitet. Ich habe ja selber sehr großen Respekt vor Unternehmen, die viel wuppen mit sehr kleinen Teams. Und ich finde das überhaupt keine Kennzahl dafür, wie viel man auf die Straße bekommt. In unserem Fall natürlich rasend viel, aber ich glaube, es gibt sozusagen noch andere Maßeinheiten, die noch genauer sagen, haben die richtig Dampf auf der Straße oder nicht. Aber es ist, glaube ich, schon, es ist ja dann mit 60 Leuten schon eine richtige Organisation. Es erfordert natürlich auch ein gewisses Management-Know-how. Das ist eine Herausforderung und es ist ja auch eine Hürde, an der manche Startups schon gescheitert sind, dass sie es einfach nicht geschafft haben, eine professionelle Struktur aufzusetzen. Wie habt ihr das geschafft? Wer hat euch dabei geholfen? Also ich in meinem Fall bin da eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe ja Opinory während meines ersten Jobs gegründet und habe jetzt nicht vorher in großer Theorie irgendwelche Managementmethoden studiert oder how to build a business. Viel einfach sozusagen vom Bauch- und Kopfgefühl, viel einfach, glaube ich, getrieben von Werten, die wir im Team haben und verkörpern. Also wir respektieren einander, wir hören einander zu, wir wollen irgendwie neugierig und offen sein. Wir wollen konstruktives Feedback geben, um mit aneinander zu lernen. Wir wollen generell stark im Weiterlernen sein und nicht einschlafen. Und irgendwie von solchen Grundpfeilern ergibt sich schon eine grobe Roadmap, wie man ein Team führt. Da ist noch längst nicht alles ausgebügelt und wir haben ständig Wachstumsschmerzen, weil ein Unternehmen mit 20 ist was anderes als mit 40 und mit 40 was anderes als mit 60. Und da wächst man häufig hinterher als voraus. Aber wir haben ein saugutes Team, was da, glaube ich, was da in meiner Erfahrung bisher total partizipativ, dass diesen ganzen Prozess und die Wachstumsschmerzen mitmanagt. Also es ist nicht so, dass wir drei Gründer alleine das ganze Ding machen, sondern es ist ein Team-Effort. Normalerweise wäre das jetzt so die Stelle, wo man fragen würde, so, was sind denn so die nächsten Ziele? Mich würde bei euch eigentlich mehr interessieren, was ist eigentlich so eure Vision? Wo wollt ihr die Welt besser machen? Also ich glaube, wir haben ein echtes Problem da drin, wie viel Marktmacht die Player vereinen, die gut da drin sind, Beziehungen mit Usern aufzubauen. Und das sind so soziale Netzwerke, das ist Facebook, ist Instagram, das ist auch Google. Und ich glaube, das ist sau heikel für die komplette Internetwelt, wenn diese Power so reduziert ist auf ein paar sehr wenige Player. Und die Vision oder das Ziel, was wir damit verfolgen, ist in dieses bisher teilweise sehr passive Internet, das nicht in den sozialen Netzwerken lebt, da neue Möglichkeiten zu schaffen, Interaktion reinzubringen. Und da verschiedensten Playern von Lokalverlagen bis global operierenden Verlagen, von kleinen Brands zu großen Agenturen, Möglichkeiten, skalierbare Möglichkeiten zu schaffen, einen echten Dialog mit Usern herzustellen. Und das ist, glaube ich, für die Internetgesundheit relativ wichtig. Frei nach Donald Trump, make classical media great again. Ja, frei nach Donald Trump. Yes. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß noch auf den Online-Marketing-Rockstars. Danke.